So, da sind wir dabei. Silent Hill 4, The Room. Weiter geht's. Wir haben beim letzten Mal einen Schlüssel zum Wassergefängnis-Ausgang gefunden. Und dieser Wallman macht mir hier eine schwere Zeit, verdammt nochmal. Ich bin beim letzten Mal in die falsche Richtung gelaufen. Ich will mal versuchen, ob der Schlüssel hier funktioniert. Nope, sie scheint von innen verschlossen zu sein. Also ist das auch kein Ausweg, den wir benutzen können. Gut, dann gehen wir einfach nochmal hoch. Einfach nochmal hochgehen. Nochmal schauen, ob ich hier vielleicht eine Tür vergessen habe oder irgendwie irgendwas anderes. Okay, da war das Loch, da kann ich wieder zurückgehen, aber das möchte ich gerade nicht, denn wir kommen ja... Ne, wir kommen gerade nicht aus dem Loch, aber da muss ich jetzt auf jeden Fall erstmal nicht hin, so viel steht fest. Kann ich vielleicht seine Tür damit öffnen? Wo ist er denn drinne? Wo ist denn die Heulsuse? Wenn du einen Ton machen sollst, machst du keinen mehr. Ich verstehe schon, ja, du bist ein Bullshitter, aber jetzt sag mal, wo bist du? Hier. Nicht wirklich, ja? Nein, 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 nein. Da war dieses Kindergraffiti dran. Ach, da ist er doch. Die ist verschlossen. Digga, ich kann nicht. Ich könnte mal versuchen... Au, oh Gott, das hat mir weh als im Rohr. Das tat mir mehr weh als im Rohr, so rum. Auf zu heulen. Okay, ja, wir sind auf jeden Fall durch jede Tür durchgegangen mal. Eine Tür war noch da drinnen verschlossen, das stimmt. Eine Tür war noch verschlossen. Schauen wir uns die doch mal an. Au, hier passt der Schlüssel für das Wassergefängnis. Okay, und da können wir auch außen rumlaufen, sehr gut. Ich klettere mal diese Leiter ganz kurz hoch erstmal. Schauen wir den Bereich da an. Denn hier könnte ich auch wieder außen rumlaufen. Die Frage ist, will ich hier außen rumlaufen? Ich bin mir wirklich nicht so sicher. Laufen wir doch einfach mal außen rum. Ich wollte erstmal schauen, ob da oben was liegt. Aber ich glaube, ich laufe mal hier. Ich meine, es geht ja auch, steigt nach oben. Von dem her. Ah, verdammt. Verdammt. Ja, man, wir können natürlich auch auf Gegner stoßen. So. Es wäre nice, wenn wir jetzt irgendwie fast alle auf einmal plätten könnten mit dem Tritt, aber du hast... Nee, irgendwie, keine Ahnung. 37er Schuhgröße ist halt auch irgendwie nicht cool, ne? Gut. Gut, 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 gut. Wo geht's hier rein? Ja, ich weiß, ins Wassergefängnis, aber... In welchem Stockwerk? Das ist ein anderes Stockwerk. Oh, guck an, was steht denn hier? Ein Stück Papier, auf dem etwas steht. Es sieht immer noch wie Kinderschrift aus. Ich hab in die Hose gepinkelt. Ich muss sie waschen, damit es niemand merkt. Oh, da war gerade ein Schatten. Ich glaube, jemand hat mich gesehen. Du meinst dieser Schatten, der hier immer creepy über die Zellen umherläuft? Den habe ich allerdings auch schon gesehen. Ih. Oh Gott. Jetzt regnet es schon scheiße. Es kann nicht schlimmer werden. Das ist in Wirklichkeit ein Kotgefängnis. Ist einfach nur eine große Toilette, in die Zellen gebaut wurde. Okay. Und das ist nichts, das ich mitnehmen kann. Ist irgendetwas, was... Hier sagt er was dazu. Die Flasche ist mit schwarzem Pulver gefüllt. Schwarzes Pulver. Schießpulver? Oder Pfeffer, wer weiß. Eins von beiden. Sag mal so, du könntest es erstmal versuchen, es in deine Waffe zu füllen und damit zu schießen, wenn es nicht klar... Wobei, nein, falsch. Mach's auf dein Essen und iss es. Und dann sehen wir schon, was es ist. Das ist witziger. Es ist ein Tagebuch. Ich habe das Guckloch des Überwachungsraums die ganze Zeit beobachtet und manchmal ist er da. Ich weiß es, weil ich manchmal einen Schatten sehe oder Schritte höre. Ja, also jeder hat ja was gesehen, der hier in dem Gefängnis einsitzt. Und gelogen ist es nicht, wir haben ja auch schon was gesehen von... Was zum Teufel war das gerade? Ich habe gerade nur... Irgendwie ein Clipping-Fehler. Oh Gott, die Teile. Okay. Nee, ich gehe außen rum. Ich gehe außen rum. Ich könnte es umschlagen, aber mit der Kameraperspektive ist mir das ein bisschen unangenehm. Durch welche Tür sind wir noch nicht gegangen? Okay, alle von jetzt an. Die hier nämlich. Okay, ach so, das war schon. Oh, Mist. Nee, es ist nur ein sehr großes Feld an. Was auch immer. Was ist das?
Was zum Teufel sind das für Teile? Riesenkartoffeln auf Stelzen? Ist es Mode hier in dem Gefängnis? Das bringt halt auch nicht irgendwie mehr durchzuziehen, weil ein Treffer reicht bei denen. Ach, das war's. Das war's wirklich schon. Ja, kein Witz, das war's. Gut, dieser Bereich ist dann nicht so wirklich interessant, wie ich gedacht habe. Nö. Ich habe jetzt eigentlich erwartet, dass wir hier irgendwie weiterkommen, aber was soll's, wir können ja nochmal höher gehen. Ich glaube, ich lauf auch dieses Mal. Was ist denn gerade? Ich habe einen unglaublichen Knoten in der Zunge. Sorry, gerade total verpeilt. Noch mehr von diesen Fliegenviechern. Natürlich. Warum auch nicht? Komm schon. Ich habe Rohre für alle. Und eins, zwei, nein. Komm schon. Nee. Verdammt. Aus der Kameraperspektive mit dem Nebel da noch irgendwie was zu treffen, ist halt auch nicht so spaßig. Okay, es sind auf jeden Fall mehr Stockwerke, als ich es in Erinnerung hatte. So wie steht fest, das Wassergefängnis ist größer, als es in meinem Kopf war. Mich verwirrt es jedes Mal so, dass wenn man nochmal Dreieck drückt, die Karte nicht weggeht. Also nicht wundern, wenn ich immer wieder auf diesen anderen Bildschirm wechsle. Schau mal an. Ist auf jeden Fall schon mal eine andere Ansicht hier. Aber ich verpeil's immer wieder, dass man mit Dreieck nicht auch wieder aus der Karte rauskommt. Wenn mit Dreieck kommt man in die Karte rein und mit Kreis muss man rausgehen. Wenn man einfach nochmal Dreieck drückt, passiert nämlich genau das hier, was die ganze Zeit im Prinzip schon passiert. Naja. Was soll's? War's die gleiche Tür, durch die ich gerade schon mal gegangen bin? Oh Mann. Ich hab auch schon Kurzzeitgedächtnis. Ja. Okay, da ist gerade. Sind die Kleinen, die da rauskommen. Ah ja, genau. Die Kleinen, die da rauskommen aus dem Boden, entwickeln sich auch zu den großen Kartoffelstelzenläufern hier. So, gut jetzt, oder? Oh, da ist er wieder. Das ist ein Tagebuch. Ich bin in Schwierigkeiten. Ich stand vor dem Überwachungsraum und habe geschrien, so laut ich konnte, aber es kam niemand heraus. Noch ein Tagebuch. Scheint ein längeres zu sein. Gestern gab es Rindereintopf. In der Cafeteria habe ich gehört, dass hinter der Küche ein Todesraum ist und sie nehmen Fleisch direkt von den Toten und kochen es. Das hat mir wirklich Angst gemacht. Nein, nicht wirklich, aber es war ein Buch, deswegen. Es war nicht nur ein Fetzen, nein, es war ein Buch. Und wenn da ein Buch liegt, dann müssen wir dir schon einen anderen Bildschirm geben, das ist ganz klar. Oh, what the holy fucking shit! Was? War das ein Bär? Ich will keinen Faustkampf gegen einen Bären machen. Ich gehe da nochmal raus. Oh Gott, die Viecher. Die habe ich ja ganz vergessen, diese creepy Teile. War vielleicht das der Grund, warum ich damals so lange für diesen Bereich gebraucht habe? Ich habe mich hier nie reingetraut. Hey, geh mal weg von meiner Munition. Und dem, was da an dieser Wand steht. Nehmen die Pistolenkugeln. Und da steht was? Graffiti. Sieht immer noch wie Kinderschrift aus. Ich will mich verstecken, aber ich kann nicht. Und wenn du beobachtest, wirst du höchstwahrscheinlich. Oh Gott. Dieses komische. Gut, jetzt, wo ich weiß, was es ist, wo ich es von vorne gesehen habe und ich weiß, welcher Gegner es ist, war es okay. Wo ich aber gerade nur den Rücken von dem Ding gesehen habe, sah es aus wie ein riesen Grizzly. Und Alter, mit dem Stahlrohr möchte ich nicht gegen Grizzly kämpfen. Ein Stück Papier, auf dem etwas steht. Jetzt sieht's aus, als würde ich schlafen. Waren das Schritte? Ob sie mich gesehen haben? Also extrem paranoid, die Leute, die hier einsitzen. Oh Gott, noch eins. Gibt es hier zwei Löcher? Ja, es gibt zwei Löcher. Ich glaube, ich gehe jetzt auch mal in eines dieser Löcher. Spring einfach mal ins Loch. Das ist ein Loch, das besprungen werden will. Ich sehe es doch. Siehst du den Schatten da unten? Warte mal, was? Okay. Ich bin in ein weiteres Loch gekommen, das in einem verschlossenen Raum drin liegt. Habe ich das richtige Loch gleich schon gewählt? Man muss nämlich jetzt über mehrere Etagen runterspringen. Nicht so wirklich. Okay.
das ist eben genau das, was ich, glaube ich, damals nicht wirklich verstanden habe, wie es hier funktioniert. Denn es gibt mehrere Löcher. Ja, es gibt mehrere Löcher, weil es nur einen richtigen Weg gibt, letztendlich. Kann ich in seine Zelle reinspringen vielleicht? Ich muss mal gucken, welche Zelle ist seine. Direkt die vordere neben der Eingangstür. Mal gucken, ob da irgendwo ein Loch drüber ist. Okay, brauche ich irgendwas aus der normalen Welt, aus meinem Apartment? Nicht wirklich. Also direkt wieder hoch. Und jetzt kommen die Leitern auch sehr, sehr gelegen. Denn jedes Mal den kompletten Turm wieder hochlatschen, wäre dann auch scheiße nervig irgendwann. So, einmal okay, um zu gucken, was ist, ob drumherum Goodies für mich sind im Prinzip, die ich mitnehmen kann. Hier sind Löcher, aber hier geht es noch einmal höher. Und ich möchte dieses... ja, hinauf. Gehen wir nach oben nochmal. Geht es nämlich auch nochmal wo rein. In das oberste Stockwerk. In das oberste Stockwerk. Nicht den obersten Stockwerk. Okay. Frage ist, gibt es hier noch... Gibt es hier momentan irgendwas, das von Interesse ist? Hier ist ein Griff. Ja, ich möchte an diesem Griff drehen. Mal schauen, was passiert. Es ist faszinierend, je weiter ich dieses Spiel spiele, muss ich sagen, desto mehr fühle ich mich, wie als wenn ich einen Blind Run machen würde. Das habe ich, glaube ich, beim letzten Mal schon angesprochen, dass es weg ist in meinem Kopf irgendwie so langsam. Okay. Wasser haben wir hier rausgelassen? Reingelassen? Je nachdem, wie man es sehen will. In die kleinen Dinge reingelassen, in die aus dem Großen rausgelassen. Tür geht nicht auf. Sie scheint von innen verschlossen zu sein. Okay. Dann versuchen wir unser Glück bei der Lochspringerei doch nochmal. Oh yes. Nehme ich auf jeden Fall was anderes. Wobei, ich sollte erstmal schauen, ob es noch eins gibt. Denn ich weiß, es gibt noch einen Raum, den ich noch nicht besucht habe. Mindestens mal einen. Ne, genau einen noch. Okay, ihr seht jetzt die vier blauen Punkte rund um den Kreis, also rund um den Zellenblock im Prinzip. Das zeigt uns jetzt, dass wir oben auf dem Dach das Wasser angeschalten haben. Warte mal, was ist das hier? Nein. Oh Gott, verdammt nochmal! Warum könnt ihr das nicht auf einer Taste lassen? What the fuck? Das war ein Seemannsköpfer. Okay. Hier ist noch ein Loch. Und das ist auch genau über der Zelle, wo der Kerl drin sitzt. Nee, ist es nicht. Nein, ist es nicht, ist es nicht. Ist es links eine daneben. Auch vielleicht. Was soll's? Wir testen es einfach mal. Was bleibt uns anderes übrig? Okay. Hier noch irgendwas Interessantes. Nicht wirklich. Bis auf das Loch im Boden. War es gut? Ich kann es noch nicht so wirklich sagen, ob das schon das Richtige war. Jetzt springen einfach weiter. Oh, holy fucking shit. Okay. Shower room. Shower's open, was? Oh Gott. Zwei. Oh. Warum glaube ich, dass mit dem Stahlrohr gegen zwei von diesen Viechern kämpfen irgendwie keine gute Idee ist? Okay. Was habe ich gemacht? Ich habe sie, glaube ich... Habe ich sie geöffnet? Ich meine, ich habe sie gerade geöffnet. Oder sie ist verschlossen. Was hat er gesagt? Okay, das ist die einzige Tür hier. Die muss offen sein. Alter Schwede. Oh mein Gott. Auf welchem Stockwerk befinde ich mich gerade? Ich befinde mich in B1. Okay. Jetzt ist auch diese Tür nicht mehr verschlossen. Das ist gut. Das ist sehr gut. Und die scheint von innen verschlossen zu sein. Dann gehen wir mal in den Turm nach oben. Im Prinzip da, wo der Kerl die ganze Zeit rumläuft und in jede einzelne Zelle schauen kann. Das sind nämlich genau diese Luken, die man hier sieht. Das hat man in den Zellen an der Wand auch schon gesehen. Von dort werden sie überwacht. Dieser Ort verfällt immer weiter. Die Türen von mehreren Zellen lassen sich nicht mehr öffnen und die Kinder darin können nicht mehr hinaus. Aber je weniger sie darüber wissen, umso besser. Ich kann die Türen nicht öffnen, aber von diesem Zimmer aus kann ich beobachten, wie sie von Tag zu Tag stärker abmagern. Ohne Nahrung und Duschen werden sie dort drin zu kleinen, stinkenden, grauen Klumpen.
Auf den Vorschlag eines Ingenieurs hin haben wir die Leichen beseitigt, indem wir ein Loch unter den Zellen gegraben haben. Da jeder Stock eines Gebäudes unabhängig gedreht werden kann, können wir die Leichen beseitigen, ohne dass die anderen etwas merken, indem wir jede Zelle mit einer Leiche vertikal ausrichten. P.S. Chef, ich wette, Sie brennen darauf, den Vernehmungsraum hinter der Küche zu sehen. Ich verstehe Ihre Gefühle, aber haben Sie etwas bemerkt? Es gibt 3 Zimmer mit blutigen Betten. Eins ist im Erdgeschoss, eins ist im ersten und eins ist im zweiten Stock. Wenn Sie die 3 Räume in eine Linie bringen, bingo. Okay. Das ist im Prinzip die Anleitung zu dem, was wir hier machen müssen. Wir können hier auch rausschauen. Oh, das ist direkt mal die Zelle, wo dieser Typ drin ist. Okay. Was ist denn das? Okay, das schimmert nur so komisch. Hier ist der Erhängte, wer auch immer. Ob er sich erhängt hat, ich weiß es nicht genau. Wahrscheinlich. Also sie haben ihn beseitigt. Also haben die Löcher doch schon Wirkung gezeigt. Kann ich hier nicht weiter hochklettern? What the shit? Was? Warte mal. Jetzt bin ich runter. Nein, das war nicht gut. Ich wollte eigentlich weiter nach oben klettern. Okay, noch eine weitere Notiz. Um die Kinder genau im Auge zu behalten, müssen die Zellen gut beleuchtet sein. Die Lampen im zweiten Stock wurden ursprünglich als Suchscheinwerfer angeschafft. Zum Schutz vor einem Stromausfall wurden sie an einen privaten Generator angeschlossen. Im Keller ist ein hydroelektrischer Generator. Um das Erdgeschoss und den ersten Stock zu beleuchten, müssen die Leichenbeseitigungsrutschen verwendet werden. Da jedes Stockwerk des Gebäudes gedreht werden kann, können alle Zellen durch das Ausrichten der Löcher beleuchtet werden. Die regelmäßige Wiederholung dieses Vorgangs ist ein wirksames Mittel, damit die Kinder weiterhin ängstlich und brav sind. PS, Chef. Wenn Sie den Griff in der Mitte dieses Zimmers betätigen, können Sie die Zellen leicht drehen. Sie können das Erdgeschoss nicht drehen, also richten Sie den ersten und zweiten Stock anhand der Zelle des Erdgeschosses aus, die das blutbefleckte Bett enthält. Übrigens, mit dem Guckloch in diesem Zimmer können Sie leicht prüfen, ob Sie es richtig machen. Versuchen Sie es mal. Vergessen Sie bitte auch nicht, das Schleusentor auf dem Dach zu öffnen. Sehr nett von Ihnen, Chef. Okay. Ist dieser Hebel... Ja, der Hebel ist genau hier nämlich schon. Und unsere Aufgabe wird es jetzt nämlich einfach nur sein, hier war der Junge, der sich angepisst hat. Genau, da ist die Notiz von dem Jungen, der sich angepisst hat. Ich glaube genau, dass das dieser Teil war, warum ich damals so ewig hängen geblieben bin in diesem Bereich. Okay, können wir noch weiter nach oben. Was gibt's denn hier? Nochmal eine Notiz. Die Geheimnummer für die Tür auf der Rückseite der Küche lautet in diesem Monat 0302. Vielen Dank für Ihre Kooperation. Okay. 0302 ist relativ simpel. Das kann ich mir, glaube ich, gut merken, aber er hat es auch mitgenommen von dem her. Gut, das ist natürlich der Bereich, mit dem wir den zweiten Zellenblock drehen können. So, jetzt ist nur die Frage, Blutige, wo waren die blutigen Betten drin? Das habe ich natürlich nicht gesehen. Okay, heißt für uns auf jeden Fall nochmal nach unten gehen, nochmal in die einzelnen Stockwerke reingehen, denn ich weiß es jetzt aus dem Kopf leider wirklich nicht mehr. Ich wusste auch nicht mehr, dass wir anhand dieser blutigen Betten dieses Ding ausrichten müssen, sonst hätte ich ja drauf schon geachtet. Aber nein, ich weiß, dass blutige Betten da waren, aber ja, mehr dann auch nicht. Wir müssen gucken, wo im ersten Stock das blutige Bett ist und genau da müssen wir dann im Prinzip die anderen Stockwerke draufsetzen. Schauen wir mal, wo diese Tür eigentlich hinführt. Die führt... okay, direkt in diesen Kellerbereich hier unten, wo wir beim letzten Mal versucht haben, den Schlüssel zu benutzen, wo es nicht funktioniert hat. Aber das ist gut, wir haben wenigstens einen Shortcut hier im Prinzip gebildet, um wieder in die Zellenbereiche zurückzukommen, um dann zu schauen, wie wir sie drehen müssen. Wie sieht es eigentlich mit meiner Energie aus? Na, nicht mehr 100% toll. Ich gehe nochmal ganz kurz zurück, weil ich kurz speichern möchte. Denn jetzt haben wir doch ein ganz gutes Stück hier in diesem Wassergefängnis schon geschafft. Und wir werden gucken, dass wir diese Zellen dann beim nächsten Mal übereinander drehen. Ich speichere jetzt kurz und wir sehen uns beim nächsten Mal dann direkt im Wassergefängnis wieder. Bis dahin, haut rein!